Hallo, ich bin Anne und willkommen zurück bei unserem Sport. Heute geht es um das Thema Kraft. Das heißt, wir wollen was für unsere Muskeln machen. Einige davon sind besser trainiert, andere weniger. Aber bevor wir mit unserem Sport anfangen, natürlich wieder an die Erwärmung denken. Dazu habt ihr ja schon mehrere Videos gesehen und kennt unsere Übungen. Hampelmann, Kniehebelauf, Anfersen oder auch andere Sachen. Bevor wir heute mit dem Kraft anfangen, möchte ich mit euch ein paar Lockerungsübungen machen. Und die beginnen wir an unseren Füßen und enden mit unserem Kopf. Zuerst stellt ihr einen Fuß leicht nach vorn. Hebt ihn kurz nach oben und sucht euer Gleichgewicht. Spannt ruhig euren Bauch und euren Pops an und fangt dann an, den Fuß zu drehen. In welche Richtung ist völlig egal. Wem es hilft, dass er nicht umkippt, der macht einfach die Arme noch zur Seite. Dreht jetzt mit eurem Fuß 10 Runden. Wenn ihr das geschafft habt, wechselt ihr den Fuß und beginnt mit dem anderen wieder 10 Runden zu drehen. Für Lockerungsübung Nummer 2 stellt ihr euch einmal etwas leicht breit auseinander. Nehmt das eine Bein wieder nach vorn, wem es hilft, die Arme zur Seite und hebt dann das Bein wie beim Kniehebelauf langsam nach oben und unten. Wem das zu einfach ist, der hebt es nach oben und streckt es lang nach vorn. Und wem das immer noch zu einfach ist, der streckt das nach vorn, nach oben, zur Seite, nach oben, nach hinten, nach oben. Und wieder vor, Seite, hinten. Und zwischendrin geht das Knie immer nach oben. Versucht's doch mal. Wenn ihr die eine Seite fertig habt, wieder 10 Mal, dann geht's bei der anderen Seite weiter. Erst einmal nach oben, dann wer möchte wieder nach vorn und wem das immer noch zu einfach geht, nach vorn, zur Seite und nach hinten. Passt dabei schön auf, dass euer Rücken gerade bleibt und dass ihr nicht hin und her wackelt, sonst fallt ihr hin. Alles wieder 10 Mal. Los geht's! Übung Nummer 3. Jetzt geht es hier im Hüftbereich weiter. Dazu stellt ihr euch wieder gerade hin. Wer es braucht, die Arme und zieht ein Bein nach oben und führt es dann zur Seite wieder nach unten. Und dann zieht ihr es wieder ran. Anderes Bein nach oben und schön wegdrehen und wieder abstellen. Und weiter geht es. Jedes Bein 10 Mal. Passt schön auf, eure Hüfte soll trotzdem gerade bleiben. Wenn ihr das nicht einschätzen könnt, fragt einfach Mama und Papa, ob sie mal mitmachen oder zugucken. Also, los geht's. 1, 2. Weiter geht's bei unserer Lockerung. Jetzt wieder die Hüften. Dafür fangt ihr einfach mal an, den Po nach vorn und dann nach hinten zu strecken und dann in eine Kreisführung zu bewegen. Wer will und wer es zu Hause hat, kann sich gerne einen Hula-Hoop-Reifen mitnehmen und das mal probieren. Das hilft genauso gut. Ansonsten einfach die Hüften kreisen. Nun kommen wir zu den Schultern. Dafür die Arme einmal nach oben nehmen und einfach vorwärts drehen. Wenn ihr das 30 Sekunden, also eine halbe Minute gemacht habt, fangt ihr an, die andere Richtung zu nutzen. Wieder 30 Sekunden. Und als allerletztes Arme nach oben, Handflächen gucken sich an. Den einen Arm lasst ihr nach vorn und den anderen nach hinten fallen. Und immer wenn sie sich oben berühren, klatscht ihr. Für die Profis unter euch, probiert es mal. Einmal nach vorn den linken Arm und dann nach hinten fallen lassen. Nach vorn und nach hinten. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Okay, letzte Übung, dann habt ihr den Lockerungsteil schon geschafft. Legt hier einmal eine eurer Hände quer über den Kopf und legt sie auf über das Ohr. Der Kopf leicht schräg. Nun die andere Hand auf die Schulter. Zieht die Schulter nach unten und den Kopf zur Seite. Passt schön auf, dass ihr euch nicht wehtut. Ihr sollt es langsam machen und nicht mit Ruck. Wenn ihr merkt, hier fängt es an zu ziehen, dann genau an der Stelle halten.
bis der Schmerz langsam nachlässt. Anschließend den Kopf langsam wieder nach oben. Und die andere Seite. Hand quer über den Kopf, über das Ohr, die andere an die Schulter. Und ziehen. Auch wieder hier, wenn ihr die Spannung hier hinten merkt oder in irgendeinem anderen Bereich, festhalten und anschließend langsam wieder locker lassen. Als letzte Übung könnt ihr noch das Kopfschütteln dranhängen. Dazu einfach den Kopf nach vorn fallen lassen und einmal zur rechten und anschließend zur linken Seite. Bitte nicht hinten lang. Der Kopf bzw. das Kinn bleibt immer an der Brust. Immer schön weiter. Jetzt starten wir mit unseren Kraftübungen. Viele von euch kennen einige bei uns schon aus dem Training. Unter anderem ist da das Schiffchen oder der sogenannte Superheld dabei. Legt euch einmal auf den Bauch. Beine sind lang und zusammen und die Arme ebenfalls lang nach vorn gestreckt. Nun hebt ihr eure Füße ein kleines Stück über den Boden, genau wie eure Arme. Der Kopf guckt einmal nach unten. Versucht das erst 5 Sekunden zu halten, dann abzulegen und durchzuatmen. Im zweiten Versuch sollen es 8 Sekunden sein und ablegen. Und dann versucht es ganze 10 Sekunden zu halten. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr euch mit jedem Mal steigern. Aber übertreibt es ein bisschen, bitte nicht. Diese Übung gibt es auch auf dem Rücken. Dazu einmal wieder lang hinlegen und die Füße anheben und dann den Kopf und die Arme. Ihr seht, meine Schultern schweben über dem Boden. Und das haltet ihr auch wieder an. Und zu guter Letzt, wer es probieren möchte, gibt es diese Übung auch auf der Seite. Ihr könnt natürlich beide versuchen, ich zeige euch nur schnell eine. Dazu auf die Seite legen, Füße lang, Beine lang, die Arme nach oben und dann einmal anheben. Versucht nicht umzufallen, sondern wirklich auf der Seite liegen zu bleiben. Probiert's, los geht's! Als nächstes kommt der Unterarmstütz. Dazu legt ihr euch wieder auf den Bauch und stellt die Füße hinten auf die Matte fest auf. Legt eure Unterarme auf die Matte. Der Ellenbogen ist unter der Schulter. So. Ihr könnt eure Hände entweder flach auf den Boden legen oder zu einer Faust ballen und anschließend den Kopf wieder nach unten gerichtet. Dann geht es mit dem Po einmal nach oben. Versucht hierbei eine gleichbleibende Linie zu halten mit eurem Rücken, eurem Po und euren Beinen. Versucht so lange wie möglich zu halten. Mal sehen, wer den Rekord bricht. Los geht's! Für die nächste Übung brauchen wir unsere Beine. Dazu legen wir uns einmal auf den Rücken. Eure Hände legt ihr einfach flach daneben. Die Beine sind angestellt. Nun hebt ihr euren Po wieder in die Luft, so dass hier wieder eine Linie besteht. Spannt diesmal euren Bauch an, indem ihr ihn reinzieht, genau wie euren Po. Und ablegen. Und wieder heben und bis 10 zählen. Dann ablegen, durchatmen und wieder hoch. 1, 2, 3, 4. Jetzt wieder die Beine. Auch wieder auf dem Rücken. Nun eure Hände wieder an die Seite, aber diesmal heben wir unsere Füße so weit wie möglich nach oben. Achtet hier drauf, dass eure Beine lang sind. Also nicht so, sondern immer lang wie ein Brett. Sie sollen sich nicht knicken. Wer es probieren möchte, versucht die Beine einfach nicht abzulegen. Wenn das aber für euch zu schwer ist, dann hebt ihr sie hoch, legt sie kurz ab und hebt sie dann wieder an. Jedes Mal beim Ausatmen anheben. Und das 10-mal. Letzte Übung Kraft. Dazu brauchen wir unsere Beine wieder angestellt und uns auf dem Rücken liegend. Heute dürft ihr entscheiden, wo ihr eure Hände habt. Ob über der Brust oder hinter dem Kopf. Ich mag es einfach lieber über der Brust. Nun sucht ihr euch jemanden oder etwas, was eure Füße unten auf dem Boden hält. Mama oder Papa können sie festhalten, eure Geschwister sich draufsetzen oder ihr schiebt sie einfach unter das Sofa.
Da ich jetzt nichts habe, sondern meine Füße frei stehen, mache ich eine andere Variante. Ziel ist es, einmal komplett bis nach oben zu kommen. Wenn ihr etwas habt, wo ihr eure Füße feststecken könnt, solltet ihr wie ich einfach nur frei um euch herum haben und keine Möglichkeit, dann versucht ihr so weit wie möglich nach oben zu kommen, ohne dass sich die Füße vom Boden weg bewegen. 10 Stück. Eine kurze Pause einlegen, einen Schluck trinken und nochmal 10 Stück. Los geht's. Das waren unsere Kraftübungen für heute. Denkt bitte dran, aufwärmen, dann die Übungen und am Ende wieder die Dehn- bzw. Cool-Down-Übungen, die wir euch schon gezeigt haben. Denn wärmt ihr euch nicht richtig auf oder ab, kann es zu Muskelkater kommen, das tut wirklich weh, oder sogar zu schweren Verletzungen. Fordert doch mal eure Eltern oder Geschwister raus, vielleicht haben die Lust ja mitzumachen. Wir wünschen euch viel Spaß!